Was geht ab, Team Tapia? And welcome back zu diesem ganz besonderen Video. Das wird mein Video. Das ist dein Video. Das ist mein Video. Also 3, 2, 1. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich? Bis zum Universum. Das ist nicht in Worte zu fassen. Juli ist heute früh so reingekommen, tanzend und meinte mir so, ja, geil, endlich, Christmas, ja. In etwa so. Wir haben hier gerade schon den ganzen Kram vom Dachboden geholt. Das hier, der Teppich, hier noch mehr Kugeln, Weihnachtsbaum, hier, ich habe gar keine Ahnung, was alles drin ist. Und hier geht's direkt weiter. Schatz, jetzt ist genug geschnackt. Wir müssen jetzt erstmal diese Bude quasi entkernen. Entkernen. Alle Bilder weg, Teppich weg, alles weg. Ein bisschen zu lang ist, aber wir können sie erstmal kleben. Was willst du denn machen? Ich beklebe die Türen von innen mit Geschenkpapier, mit Weihnachtlichen. Ich habe mich schon gefragt, was du mit diesem nicht so attraktiven Schrank machen möchtest. Ja. Das ist echt eine gute Idee, ne? Also hier einfach Geschenkpapier rein. Das ist ja dieser klassische IKEA-Schrank von Hemnes. Sieht man ja nicht mit den Klebestellen. Und dann wirkt es auch richtig, ja, das ist eine geile Idee, ne? Ja, das ist eine coole Idee. Weil sonst hätte ich den ganzen Schrank umräumen müssen und kein Bock. Ja, zieh dir das rein, hier ist eine absolute Katastrophe drin. Das ist der Hobby-Schrank. Das ist unser Film-YouTube-Schrank, kann man und so sagen. Und mein Bücherschrank. Und dein Bücherschrank, ja. Ein kurzer Zwischenstand, so sieht es aus. Ich glaube, das sind so 10% von dem, was Julie sich noch vorgenommen hat. Jetzt aber eine kurze Pause. Das letzte Mal waren wir einfach von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends am Machen. Nee, bis 22 Uhr abends. Bis 22 Uhr, stimmt. Crazy, wenn ihr das letzte Video vom letzten Jahr noch nicht gesehen habt, direkt abchecken, gerne schon mal ein Abo da lassen. Bis 19 Uhr. Gerne schon mal ein Abo da lassen, da könnt ihr uns somit am besten unterstützen. Glocke aktivieren. Und ein Like. Und vielleicht einen Kommentar, habt ihr schon geschmückt, ja oder nein? Und vielleicht schmückt ihr auch so krass oder geht ihr das Ganze gediegener an? Juna ist gerade reingekommen von der Kita, guckt so, was ist hier los? Und was genau machst du da oben? Zuckerstangen an die Lampe. Du klebst Zuckerstangen an die Lampe? Ja. Auf welche Idee du immer kommst jedes Jahr aufs Neue? Oh! Oh, das kannst du der Mama mal bringen. Das bringst du der Mama. Bring das mal Mama. Mama, ich habe einmal eine Zuckerstange hier. Zuckerstange, danke. Wer sich ans letzte Jahr erinnert, diesen Kranz hier rumzubekommen, war eine absolute Katastrophe. Das blüht uns jetzt. Dieses Ding soll komplett um den Spiegel. Ja. Ach, das hat sogar noch Leuchten, stimmt, da war ja was. Oh je. Das hat mega viel hergemacht, deswegen ist das extrem wichtig. Hast du schon meinen wunderschönen Tierschmuck gezeigt? Nein. Aber das seht ihr ja am Ende des Videos. Alexa, alle Lichter aus. Herzinfarkt von Papa später. Echt, eine Herzinfarkt später. Aber es hat sich gelohnt. Ist er noch vorne und hinten nicht fertig. Eine halbe Ewigkeit später. Ich glaube jetzt 5 Stunden später. Ihr seht noch nicht so viel. Einiges steht schon. Und jetzt kommt der Hauptteil, der Baum. Und auch hier wurden uns letztes Jahr so viele Fragen gestellt. Weil, wie man hier schwer erkennen kann, es ist das dritte Jahr, dass wir diesen künstlichen Baum haben und ihr werdet erstaunt sein. Ist alles selbst bezahlt, Link packen wir euch in die Beschreibung. Ihr werdet erstaunt sein, wie echt der aussieht am Ende. So, 5 Stunden sind wir jetzt dabei. Das Gröbste steht, gerade eben wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt. Ich habe auch schon mal ein bisschen Schneespray verteilt, ein paar Girlanden und Lichterketten reingemacht. Und jetzt geht's ans Schmücken. Da sind schon meine ganzen Kugeln, die ich letztes Jahr geholt hatte oder schon hatte, die ich dieses Jahr noch geholt hatte. Und ja, das ist doch natürlich der schönste Teil vom Ganzen, das Christbaumschmücken.
Ich bin ultra müde, denn wir haben für das Ergebnis jetzt 2 volle Tage gebraucht. Es ist jetzt quasi schon der nächste Tag. Aber ich denke, das Ganze kann sich wirklich sehen lassen. Und das Ergebnis seht ihr in 3, 2, 1. Ja, wie ihr dieses Jahr auch wieder seht, habe ich mich trotzdem immer noch an das traditionelle Thema gehalten, Rot, Grün, Gold. Und bei meiner Tischdeko war es mir dieses Jahr wichtig, dass das Ganze sehr edel aussieht und dass man einfach mit ein paar verschiedenen Materialien auch arbeitet. Das meiste, was ihr hier seht, habe ich bei Amazon geshoppt, bei Nanunana geshoppt und bei Depot geshoppt. Einiges hatte ich auch schon vom letzten Jahr, aber trotzdem, so ein Tick anders muss das trotzdem noch werden. Die Girlande hatten wir letztes Jahr schon. Wer uns letztes Jahr auch schon verfolgt hat, wird das wahrscheinlich gesehen haben. Dann kommen wir zu einer Sache in diesem Raum, die uns echt Nerven gekostet hat. Und das ist diese Girlande, die wir angebracht haben. Mein lieber Mann, wir hoffen, sie hält, aber eigentlich haben wir sie jetzt, glaube ich, relativ fest da dran gemacht. Mit, glaube ich, 83 Nägeln oder so. Ja, aber das Ergebnis ist der Hammer. Oder wie sieht dieser Spiegel aus? Oh mein Gott. Ja. Diese Girlande kostet mein Mann jedes Mal wirklich ein paar graue Haare, weil es einfach unglaublich schwierig ist, die so drumherum zu drapieren, sodass sie halt auch einfach hält. Ne? Meine Aufgabe ist es dann nur noch gewesen, ein bisschen zu schmücken. Ne? Ach, und nicht zu vergessen, das ist neu, das gab es letztes Jahr noch nicht. Stimmt. Und zwar diese wunderschöne Tür. Ja, viele von euch kennen dieses DIY wahrscheinlich von TikTok. Das ist auf TikTok extrem viral gegangen, deswegen macht das gerade gefühlt jeder. Ich finde, das ist eine total schöne Art und Weise, die Tür nochmal aufzuhübschen. Und da die Tür bei uns sowieso meistens offen steht, was die Wohnzimmertür ist, hat sich das angeboten. Außerdem habe ich unsere Lampen mit Schneespray eingesprüht. Es wird ein Spaß werden, das wieder sauber zu machen. Es war schon ein Spaß, die Gold hinzubekommen. Jetzt soll ich das noch abbekommen. Danke. Vielen Dank. Darüber habe ich nie nachgedacht, als ich es gemacht habe. Hier zwischen habe ich Zuckerstangen gehangen. Die apropos bald einen Abgang machen. Das musst du gar nicht zeigen. Muss ich nicht zeigen, okay. Hier sehen wir wieder einmal unsere Fake-Geschenke. Da ist nichts drin. Ich verpacke sie. Zerstör doch nicht die Illusion. Sag doch den Leuten, da sind Geschenke drin und fertig. Da sind keine Geschenke drin. Tut mir leid. Das ist mein selbstgemachter Kranz, Weihnachtskugelkranz. Das DIY dazu findet ihr übrigens auf Instagram. Mein Mann wird mich gleich loben. Diesen wunderschönen, unglaublich tollen Fernseher mit der wundervollen Qualität, so eine Qualität. Wie, was für eine Qualität? Was ist das für ein Panel? OLED. 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 Sagt man OLED oder? OLED. Sag es. Er hat ihn neu bestellt. Das Herzstück, meine neue Weihnachtskugel, die einfach hoch. So, ups, ganze Girlande mit runtergezogen. I mean, sie ist auch ein Spieluhr, aber das lassen wir jetzt besser. Preis steht noch drauf, hat 30 Euro gekostet. Bei Butlers übrigens. Auch hier wieder eine Girlande. Die war nicht ganz so schwer anzubringen, aber macht auch ein bisschen Dreck und ja, ne? Trotzdem macht viel her, würde ich sagen. Diese habe ich mir für unsere Vitrine was ganz besonders Tolles einfallen lassen, was ich im Übrigen vielleicht sogar beibehalten werde. Vielleicht, also nicht in dieser Farbe, aber vielleicht mache ich es danach mit einem anderen Geschenkpapier. Denn da drin ist immer Chaos. Das weiß, das haben wir im Video schon gezeigt. Immer Chaos. Und das kann ich noch so oft aufräumen. Es ist immer Chaos. Und ich finde, so ist es halt voll die coole Aufhübschung. Muss man ja nicht in diesen auffälligen Farben machen, wenn man das nicht will. Weiter geht's am Fenster. Das ist auch neu dieses Jahr, ne? Das ist auch neu, ja. Ich habe Fensterbilder bestellt bei Amazon in Schneeflockenform. Warum? Keep it simple, aber es halt macht viel her, ne? Dann drumherum natürlich eine Lichterkette auch. Man muss ja auch von außen unsere Lichter sehen, gell? Die Kerzenständer, die meine Mama mir aus den USA sogar noch überlassen hat, die mir einiges bedeuten. Also ich mag die sehr, deswegen werden die auch jedes Jahr rausgeholt. Bäume,
Juna kaut jeden Tag drauf rum und sagt Baum. Genau, Juna kaut jeden Tag drauf rum, wirft die runter und schreit Baum, Baum. Immerhin weiß sie, dass es ein Baum ist. Sieht auch so aus, ne? Unser Sofa. Einfach aufgehübscht mit ein paar Weihnachtskissen. Genau, du hast ja herzliche Kissen, du hast Weihnachtskissen, du hast Sommer... Normale Kissen für normalen Song. Okay. Dann Herbst und Winter. Sehr froh, dass ich nicht auch noch für Frühling alles anders mache. Das kommt noch. Soll ich jetzt überall Schmetterlinge hinhängen und Blumen? Ja, warum nicht? Meine wunderschönen Weihnachtsbilder mit dem Fable für Harry Potter. Gleich 9¾ und All I Want for Christmas is a Hogwarts Legend. Und meine schönen Strümpfe, ne? Stimmt, die werden dieses Jahr gar nicht gefüllt, weil wir dieses Jahr Weihnachten gar nicht hier verbringen. Hier habe ich auch noch nichts zugesagt. Wir müssen auch bald aufhören zu drehen, weil sonst sind die Kerzen einfach schon abgebrannt. Muss ich die aus? Ja, wolltest du natürlich noch was dazu sagen? Ich dachte, wir warten, bis der Rauch vergenommen ist. Das ist doch egal. Okay. Den habe ich im Übrigen auch selber gemacht. Und zwar habe ich mir einen vorgebundenen Kranz beim Floristen geholt und das Ganze dann halt ein wenig aufgepimpt mit Kugeln, mit Zuckerstangen, mit verschiedenen Glitzersachen. Einfach, was ich so schön fand. Bisschen Zimt. Und ja, habe das einfach dran geklebt. Sieht schön aus, oder nicht? Nun kommen wir zum Herzstück des Ganzen, der Christbaum. Weihnachtsbaum. Wie jedes Jahr ist mein Motto, mehr ist mehr. Ich merke das auch schon, ist echt so. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie 40%, der ist so 40% massiver als letztes Jahr. Ist das so? Ja, also nicht massiver, aber der war trotzdem voll, aber der wirkt irgendwie noch hübscher, weißt du, was ich meine? Ist immer. Ja. Ich packe und immer noch einen drauf. Wie ich euch anfangs erzählt habe, der ist ja nicht echt, aber schaut euch den an. Sieht man das? Ich finde gar nicht. Ja, weil also, man keine Zweige mehr sieht. Genau, also... Haha. Ja. Hier unten wieder Fake-Geschenke, aber teilweise auch schon echte Geschenke, die ich schon verpackt habe, genau. Und natürlich auch ein, zwei Figuren, ein Weihnachtswichtel und auch ein Schneemann. Und dieses Jahr hatte Julie die Idee, den Weihnachtsbaum hochzubocken. Ein bisschen aufzubocken, damit genau. Größer wirkt. Damit er ein bisschen massiver, größer wirkt, pompöser und das hat auf jeden Fall geholfen. Und mehr Geschenke drunter passen. Und last but not least, leider wurden schon ein paar Türchen geöffnet, aber ich denke, man sieht trotzdem noch ganz gut den Sinn dahinter. Junas Adventskalender, in dem sie jeden Tag ein Türchen öffnen darf, aber das ist jeden Tag eine Katastrophe, weil wir jeden Tag erklären müssen, dass sie nur ein Türchen öffnen darf. Und zum Adventskalender haben wir auch ein Video gedreht, aber dieses Video kommt ein bisschen zeitversetzt. Ist nämlich ein sehr besonderes Video. Ein sehr besonderes und Video. Und deswegen wollten wir damit ein bisschen warten. Ja, ja, wartet einfach ab. Wir hoffen, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Es war eine Riesenarbeit. Jodie, du hast es wirklich, Schatz, du hast es großartig gemacht. Ich bin jetzt auch richtig tot. Ich habe Ofenkäse im Ofen. Den habe ich mir jetzt sowas von verdient. Aber sowas von. Den werde ich komplett aufessen. Ihr schreibt in die Kommentare 1 bis 10. Skala, wie findet ihr das, wenn 10 brutal gut ist? Ab in die Kommentare. Auch wenn es vielleicht nicht euer Geschmack ist, aber ganz genau. Props an die Arbeit vielleicht. Ja, es ist super gemacht. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt Johnny, Jodie, Juna. Also, mach's gut, bis zum nächsten Video.